Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video soll es rund ums Thema Zahnpasta gehen. Also bleibt dran! Ich habe so viele Anfragen von euch bekommen, welche Zahnpasta ich empfehlen kann, welches ist die beste Zahnpasta. Welche Zahnpasta, welche Zahnpasta, welche Zahnpasta? Ich habe das so oft von euch gehört und die Frage möchte ich in diesem Video beantworten. Zunächst aber einmal vorweg, wer mein Video zum Thema Fluorid in Zahnpasta noch nicht gesehen hat, sollte jetzt unbedingt reinschauen. Ich werde das hier oben einmal verlinken. Dann werdet ihr nämlich meine Meinung zum Thema Fluorid herausfinden. Und ja, meine Meinung ist ganz klar, ich empfehle Fluorid in Zahnpasta. Das heißt, für all diejenigen, die kein Fluorid verwenden möchten, das ist okay, das ist euer Körper, eure Gesundheit. Ihr könnt machen, was ihr wollt, kein Problem. Aber für diejenigen ist dieses Video nicht geeignet, denn ich werde nur Zahnpasta empfehlen, die Fluorid enthalten. Also an dieser Stelle könnt ihr ausschalten, wenn ihr kein Fluorid verwenden wollt. Für all die anderen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ihr da vor dem Regal steht mit der ganzen Zahnpasta-Auswahl, die wirklich riesig ist und ihr eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr seht und gar nicht wisst, was ihr kaufen sollt. Kann ich absolut verstehen. Und deswegen möchte ich ein paar Informationen euch geben und auch ein paar Zahnpasten ansprechen, die ich empfehlen kann, damit so ein bisschen Klarheit geschaffen wird und ihr das nächste Mal, wenn ihr eure Zahnpasta kaufen geht, genauer wisst, worauf ihr achten solltet. Ja, zunächst erstmal ein paar allgemeine Informationen vorweg. Es gibt eine Sache, die ihr unbedingt wissen müsst zum Thema Zahnpasta. Und zwar, dass Zahnpasta nicht so wichtig ist, wie man denkt. Und zwar das Allerwichtigste in Bezug auf Mundhygiene ist die mechanische Reinigung. Das heißt, dass die Borsten den Zahn berühren und mechanisch reinigen. Sei es die Borsten der Zahnbürste, die Borsten der Interdentalbürstchen und auch die Zahnseide, auch wenn die keine Borsten hat, aber auch, dass die Zahnseide den Zahn berührt und mechanisch reinigt. Das ist das Allerwichtigste. Denn Plaque lässt sich nur durch mechanische Reinigung entfernen. So, das ist erstmal das Wichtigste, dass ihr das versteht. Die mechanische Reinigung ist das Allerwichtigste. Und Zahnpasta kann nur auf sauberen Zähnen wirken. Durch die Belege, durch diesen Biofilm, kommen die Wirkstoffe aus der Zahnpasta nicht hindurch. Das heißt, wenn ihr eure Zähne putzt, ist der erste Teil erstmal eigentlich nur die mechanische Reinigung, dass die Zähne sauber werden. Und erst wenn sie sauber sind, kann die Zahnpasta überhaupt wirken und zum Zahnschmelz oder auch zum Zahnfleisch durchdringen. Okay, das ist erstmal wichtig, dass ihr das versteht. Deswegen ist es eben auch wichtig, für eine gewisse Zeit die Zähne zu putzen. Also eine Minute ist einfach zu wenig. Ihr müsst, wenn die Zähne sauber sind, noch ein bisschen länger putzen, damit die Zahnpasta auch richtig wirken kann. So, und dann jetzt also zum Thema Zahnpasta. Bei Zahnpasta gibt es eigentlich so zwei Werte, die wichtig sind, auf die man achten sollte. Das Wichtigste ist der Fluoridgehalt. Der Fluoridgehalt bei Erwachsenen sollte ungefähr 1400 ppm, also parts per million, betragen. Dieser Wert in ppm gemessen steht immer auf der Zahnpasta-Verpackung drauf. Also wie gesagt, bei Erwachsenen ungefähr 1400, manchmal sind es auch 1450. Bis 1200 ist auch noch okay, aber nicht weniger. Also mindestens 1200, besser 1400 ppm sollte der Fluoridgehalt betragen. Der zweite Wert, den man sich angucken sollte, ist der RDA-Wert. RDA steht für relative Dentinabrasion. Also wie abrasiv ist die Zahnpasta? Und da ist es ja natürlich immer ein bisschen besser, weniger abrasive zu nehmen. 80 ist so ein mittlerer Wert. Im Bereich sensitiv Zahnpasten liegt man bei ungefähr 40 oder auch sogar 30. Und ja, in dem Wert sollte sich der RDA-Wert so abspielen. Alles über 80 ist eigentlich schon ja, zu abrasiv. Vor allem diese Zahnweiß-Zahncremes, die haben meistens einen RDA-Wert von über 100, 120. Also da solltet ihr auf jeden Fall die Finger von lassen.
Was man zum RDA-Wert aber noch wissen sollte, ist, dass es immer nur ein ungefährer Richtwert gibt. Denn die Zahnpasta-Hersteller können verschiedene Institute aussuchen, wo sie den RDA-Wert ihrer Zahnpasta bestimmen lassen. Und je nachdem, welches Institut sie verwenden, kommen unterschiedliche RDA-Werte dabei raus, weil die unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Tests durchführen. Das heißt, die Zahnpasta-Firma kann sich im Idealfall immer das Institut aussuchen, bei dem der beste RDA-Wert bei herauskommt, also der geringste. Und deswegen, es gibt leider keine einheitlichen Richtlinien dabei. Der RDA-Wert ist immer nur, ja, so ein Richtwert, dass man ungefähr weiß, ist es eher eine abrasive oder weniger abrasive Zahnpasta und darf leider nicht eins zu eins für voll genommen werden. Elmex wird deswegen, ich habe mit einer Vertreterin von Elmex gesprochen, die hat mir erzählt, dass Elmex genau aus diesem Grund in Zukunft auch keine RDA-Werte mehr angeben wird. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil es schon immer ein guter Richtwert war. Wäre einfach schön, wenn es mal einheitlich gemacht werden würde, dass man sich wirklich drauf verlassen kann auf diesen RDA-Wert. Und dann kam noch ganz, ganz oft die Frage von euch, muss es eine teure Zahnpasta sein oder kann ich auch eine günstige kaufen? Wenn ihr keine besonderen Ansprüche an eure Zahnpasta stellt und sie einfach nur den Fluoridgehalt von 1400 ppm erfüllen soll und ja, möglichst einen RDA-Wert von 80 oder weniger haben soll, ja, dann könnt ihr auch eine günstige Zahnpasta kaufen. Dann ist es eigentlich völlig egal, welche Zahnpasta ihr verwendet, solange eben ja mindestens 1400 ppm enthalten sind an Fluorid und sie nicht zu abrasiv ist. Dann könnt ihr gerne auch günstige kaufen. Wenn ihr jetzt aber eine besondere Anforderung an diese Zahnpasta stellt, wenn sie eine bestimmte Wirkung haben soll, dann gibt es schon Zahnpasten von bestimmten Herstellern, die besser geeignet sind als die günstigen No-Name-Produkte. Und da muss man sich eben überlegen, welche Wirkung erwarte ich von der Zahnpasta? Soll sie gut sein für meine Zähne oder soll sie gut sein für mein Zahnfleisch? Und wenn ja, was soll sie dort bewirken? Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar verschiedene Zahnpasten vorstellen. Das sind nicht die einzig guten, das sage ich schon mal vorweg. Also es gibt auch noch andere, die ich jetzt nicht vorstelle, die trotzdem gut sind. Aber das sind eigentlich so, ja, die Highlights, würde ich mal sagen. Und wichtige Zahnpasten, die ihr kennen solltet für bestimmte Probleme. Fangen wir also mal an mit der roten Elmex. Die rote Elmex ist die ganz klassische Elmex, hat einen RDA-Wert von, ich muss noch mal genau nachgucken, ungefähr 80 war es. Ich schaue das aber noch mal nach und werde es einblenden. Das ist die ganz klassische Zahnpasta für Kariesschutz mit einem mittleren RDA-Wert und so die Standardzahnpasta, die aber sehr, sehr gut geeignet ist. Die normale rote Elmex, die enthält auch Aminfluorid, was ich sehr gut finde. Aminfluorid ist eigentlich so das beste Fluorid von den vier Fluoriden, die es in der Zahnpasta gibt. Die ich wirklich gute Erfahrungen auch selbst gemacht habe an meinen Patienten, ist die grüne Elmex. Also es gibt drei verschiedene grüne. Das eine ist die Elmex Sensitiv und die hat einfach einen sehr, sehr geringen RDA-Wert von etwa 30, ist also eine sehr sanfte, wenig abrasive Zahnpasta, die ich sehr empfehlen kann, vor allem wenn man elektrisch putzt, weil elektrische Zahnbürsten ja ohnehin schon eine sehr gute Putzleistung haben und dann ist es immer gut, wenn man eine sanfte Zahnpasta dazu verwendet. Also die grüne Elmex Sensitiv, das ist auch die günstigste von denen, kann ich generell empfehlen, wenn man eine sanfte Zahnpasta sucht. Dann etwas teurer ist die Elmex Sensitiv Professional. Und die kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen bei schmerzempfindlichen Zähnen. Also wenn eure Zähne kälteempfindlich sind, habe ich mit dieser Zahnpasta die besten Erfahrungen gemacht und ich höre immer wieder von meinen Patienten, wie gut das funktioniert. In der Elmex Sensitive Professional ist nämlich Arginin drin und das Arginin legt sich auf die Kanälchen, die freiliegen. Zum Beispiel eben bei diesen freiliegenden Zahnhälsen habt ihr Kanälchen. Und das Arginin verschließt die Kanälchen, damit nicht so schnell die Kältereize in den Zahn vordringen können.
Und das funktioniert wirklich gut. Also da habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Für alle, die kälteempfindliche Zähne haben, würde ich die Elmex Sensitive Professional empfehlen. Und dann gibt es noch eine dritte grüne Elmex. Das ist die Elmex Sensitive Professional Repair and Prevent. Das ist auch die teuerste von den dreien. Und die hat eigentlich die gleichen Eigenschaften wie die Elmex Sensitive Professional, eben auch dieses Arginin gegen kälteempfindliche Zähne, hat aber zusätzlich noch Inhaltsstoffe drin, und zwar Zink fürs Zahnfleisch, damit eben gleichzeitig noch vorgebeugt wird, dass sich das Zahnfleisch weiter zurückzieht. Hat also auch eine super Funktion, um das Zahnfleisch zu schützen. Dann möchte ich euch noch kurz die lila Elmex vorstellen. Das ist die Elmex Zahnschmelzschutz Professional. Die hieß früher Erosionsschutz, die haben sie einfach nur umgenannt. Und ja, Erosionsschutz deswegen, weil sie vor Erosionen schützt. Erosionen entstehen, wenn Säuren aus dem Essen oder auch aus dem Trinken die Zähne angreifen und die Mineralien herauslösen. Also diesmal sind es nicht die Kariesbakterien, die die Säuren hervorrufen, sondern die Säuren aus der Nahrung. Und wenn dadurch Schäden entstehen, nennt man das Erosion. Und diese lilane Elmex schützt eben vor Erosion, weil sie sich wie ein Film über die Zähne legt und ja, somit die Zähne widerstandsfähiger werden gegenüber Säuren. Also um die Zähne vor Säuren zu schützen, ist diese Elmex sehr, sehr gut geeignet. Wenn ihr bereits Schäden durch Säuren an euren Zähnen habt, da gibt es ja unterschiedliche Schweregrade. Wenn der Zahnschmelz bereits weg ist, dann nützt einfach gar nichts mehr, weil man kann keinen Zahnschmelz wieder ankleben, das funktioniert nicht. Wenn aber nur Mineralien herausgelöst wurden und die Zähne dadurch zum Beispiel rau geworden sind, ansonsten die Zahnschmelzoberfläche aber noch intakt ist, also da kein Zahnschmelz fehlt, sondern einfach nur aus dem Zahnschmelzgitter Mineralien herausgelöst wurden. Das fühlt sich dann so rau an. Wenn ihr das bereits habt, dann kann ich euch diese Zahnpasta empfehlen. Das ist die Sensodyne Pro Schmelz Zahnschmelz Repair. Die Zahnpasta ist nämlich sehr gut geeignet, um die Zähne zu remineralisieren, also dass wieder Mineralien in die Zähne eingelagert werden und diese rauen Stellen ja wieder verschwinden, weil die Gitterstruktur wieder aufgefüllt wird sozusagen, weil wieder Mineralien eingelagert werden. Wie gesagt, das funktioniert nicht bei bereits verloren gegangenem Zahnschmelz, aber Mineralien können wieder eingelagert werden und wenn ihr bereits da Schäden habt, würde ich mal diese Zahnpasta ausprobieren. Es gibt mittlerweile viele Zahnpasten von verschiedenen Herstellern, die sich Repair nennen und ja, versprechen, wieder zu remineralisieren und den Zahnschmelz wieder zu reparieren. Aber ich würde auf die vertrauen und die probieren. Das soll nämlich für den speziellen Fall die beste Zahnpasta sein. Dann darf nicht unerwähnt bleiben das Elmex Gelee. Elmex Gelee gibt es nur in der Apotheke zu kaufen, soll auch nur einmal in der Woche verwendet werden. Elmex Gelee enthält nämlich mehr Fluorid als normale Zahnpasta, und zwar 12.500 ppm. Und Elmex Gelee ist sehr, sehr gut geeignet, auch wieder um zu remineralisieren. Wenn ihr bereits zum Beispiel kleine Karies, Initialkaries nennt man das, habt, wo noch keine Füllung gemacht werden muss, weil es einfach nur sehr klein ist und wo die Chance besteht, dass sich wieder Mineralien einlagern können, dann ist das sehr, sehr gut geeignet und eben auch vorbeugend, weil es eben deutlich mehr Fluorid enthält und damit die Zähne sehr gut schützt vor Karies, vor Säuren und die Zähne stärkt. Also Elmex Gelee kann ich empfehlen ab 6 Jahren und bis mindestens 35 sollte man es nehmen. Ab 35 sinkt das Kariesrisiko. Aber wenn ihr zum Beispiel bereits in der Vergangenheit viel Karies hattet und viele Füllungen gemacht werden musstet und ihr über 35 seid, kann es auch nicht schaden, das noch länger zu verwenden. So, das war alles zum Thema Zähne. Jetzt kommen wir mal zum Thema Zahnfleisch. Wenn ihr Zahnfleischentzündung habt oder Parodontitis, ist die beste Zahnpasta, die wirklich am besten wirkt, Parodontax. Ich habe hier in der Hand die Complete Protection, generell aber Parodontax, außer die Zahnweiß von Parodontax, weil auch Parodontax hat eine Zahnweiß-Zahncreme. Die würde ich euch nicht empfehlen, aber sonst generell ist Parodontax sehr, sehr, sehr gut.
Schmeckt leider scheußlich, enthält nämlich verschiedene Kräuter und die Kräuter sind entzündungshemmend, antibakteriell und die sorgen eben dafür, dass das Zahnfleisch wieder heilt, die Zahnfleischentzündung zurückgeht. Also bei Zahnfleischentzündung und Parodontitis würde ich euch Parodontax empfehlen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, die schmeckt so eklig, ich halte es nicht aus, mit der zu putzen, dann wäre meine zweite Wahl Meridol Parodont Expert. Meridol ist ja generell dafür bekannt, bei Zahnfleischproblemen zu helfen, aber Meridol verwendet eben auch zum Teil Zinnfluorid und Zinnfluorid würde ich nicht über einen längeren Zeitraum verwenden, weil das Zinn auf lange Sicht die Zähne verfärbt. Und das ist eben nicht so schön. Deswegen würde ich darauf achten, dass kein Zinnfluorid enthalten ist, zumindest nicht, wenn ihr es wirklich über einen längeren Zeitraum verwendet. Und bei dem Parodont Expert ist es eben ganz gut, dass da Aminfluorid stattdessen drin ist. Wirkt auch bei Zahnfleischproblemen gut, aber besser wirkt eben Parodontax. Also das wäre eher meine zweite Wahl bei Zahnfleischproblemen. Und an erster Linie würde ich immer Parodontax empfehlen. Ja, also all die Zahnpasten, die ich euch gerade vorgestellt habe, sind für mich so die Highlights unter den Zahnpasten, die ich empfehlen kann. Es sind aber, wie gesagt, nicht die einzig guten. Es gibt noch mehr gute. Vielleicht werde ich auch noch mal ein zweites Video zum Thema Zahnpasten machen und noch mal ein paar andere vorstellen. Aber bis dahin hoffe ich auf jeden Fall erstmal, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch und schreibt doch gerne mal einen Kommentar, ob es euch geholfen hat und welche Zahnpasta ihr jetzt verwendet. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid und auch über zukünftige Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.